Gut. Naja, ich muss dann aber dementsprechend dann eben wahrscheinlich ein bisschen was aufholen, aber ich muss ja hier, glaube ich, bis 10 Gerichte, ne, das, oder 10. Du bist nicht neu. Ne, ich dachte, das sah so aus. So, fruchtig. Ja, es geht der Spaß hier wieder los. Naja, gut. Wir wollten es ja nicht anders. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Oh, da fällt mir gerade ein. Wir müssen ja vielleicht. Achso, unser Geschäft hat offen. Oh, ich habe jetzt schon 6 Artikel verkauft. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Wert reich? Ah nee, wert nicht, weil ich habe gar keine. Ich brauche Ware. Bei mir ist zwar, dass ich laufen als Verkaufer, aber ich habe ja nicht so viel. Vielleicht mal 2 aufgemacht hier. Ich habe ja gar nicht so viel Ware. Das noch. So, Dunkelfichte kommt auch gleich. Na, ist vielleicht gar nicht so klug, den Feuer aufzudecken, weil die Zeit rennt ja dann weg. Rund. Rund. So, aber wir schaffen es noch. Okay. So. Ach ja, mit Essen und so. So, fruchtig. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich muss Ware holen. Aber ist schon ganz gut, weil wenn wir jetzt hier ein bisschen Kohle verdienen, haben wir ja auf jeden Fall. Aber ich muss natürlich noch die Miete, darf ich nicht vergessen. Darf nicht zu viel einkaufen, weil ich muss ja noch Miete bezahlen denn. Und dem Angestellten. Ach je. Das könnte eng werden, tatsächlich. Weil, na gut, wir wollen das jetzt verkaufen. Oder? Wir hatten bloß 20 Artikel insgesamt, oder? Wenn ich jetzt 6 verkauft habe und da 6, dann hätten wir noch 8 und am ersten Tag hatten wir, glaube ich, naja, wir haben gar nicht mehr so viel da. Also ich freue mich, weil er eh zu früh ist. Ich finde die Gewinnspanne eigentlich auch ziemlich niedrig. Also der Einkaufspreis ist schon eher hoch bei der UVP. Ich will jetzt mal kurz meinen Soll erfüllen hier und dann müsste ich mal mich über auf mein Geschäft kümmern. So. Einmal dunkel. So. Ich muss auch kurz gucken. 8 habe ich verkauft. Okay, mehr geht glaube ich gar nicht mehr, weil ich habe nicht mehr. Sieht man eigentlich, wie viel Ware ich noch habe? Ach, das hier. 2 und 1. Okay, dann kann ich auch noch 3 Spiele verkaufen. Entschuldigung, ich musste mal kurz meine Geschäfte checken, die sie kriegen, weil der andere ist hier weg. Ja, cool. 11 Spiele sind wir bei fast 400, also 385 sozusagen. Dann. Was ist das? Dann machen wir hier noch ein bisschen Kohle. Das könnte ja fast unser erster Tausender werden. Dann. Naja, aber es geht hier erstmal eine Menge wieder weg. Das ist ja das Schlimme, was mit der Fichte. Ich mache hier so random, den ich hier bediene. Ich gucke jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr, wer zuerst kommt. Das merke ich auch kacke. Es gibt ja auch gar keinen Abzug oder so, wenn einer irgendwie den Saal verlässt hier, oder? Von daher. Oh, ich muss mal drauf achten. Ich habe das mir noch gar nicht genau angeguckt. So, wenn er jetzt geht. Nö, trotzdem 14. Naja, ist gut. Ab jetzt bediene ich nur noch Frauen. Nein, natürlich nicht. So, Fruity. Oh, noch nicht fertig. Jetzt. Fichte. Pizza, Bäcker, Barkeeper und Gabelstaplerfahrer. Na, wenn das nichts ist. Und dann noch selbstständig als. Boah, ist ja, im Einzelhandel. Was bringt, glaube ich, jetzt erstmal nichts noch. Also mehr Ware, weil das kann ich mir, glaube ich, auch gar nicht leisten. Denn, ne? Ich glaube, hier kriege ich auch immer so knapp 400. Ich müsste mal ausprobieren, wenn ich. Warte mal, ich kann mal den einen hier nochmal bedienen. Wie ist das denn, wenn wir ausverkauft sind?
Ah, wir haben noch zwei Action-Spiele. Und wenn ich dann den Laden schließe, dann will der trotzdem so viel Geld haben wahrscheinlich, oder? Hm. Naja. Gucken wir uns gleich mal an, vielleicht sind wir ja bald ausverkauft. So, na komm, Bälle und Burger. So, der Burger der Herr. Der Burger der Herr? Nee. Ein Burger der Herr. So. So, dunkles. Dann ist das warm. 32 Gramm. Fruchtig. Also sie hat so einen leichten Silberblick, oder? Was ja auch eine gewisse Attraktivität hat. So, helles. Und Sandwich. Jetzt ein schönes kaltes Bier und eine Pizza. Das wär's. Auch wenn es nicht gut für die Figur ist. Rotes. Okay. Alles. Okay, ich guck schon mal, wie sieht's hier aus? Oh, wir sind ausverkauft. Okay, jetzt schließe ich das Geschäft. Bitte senken Sie die Preise und führen Sie mehr Artikel. Was ist denn mit ihm los? Wenn ihr mir das wegkauft, kann ich ja nichts für. 385, wie ich gesagt habe, 385. Der wird trotzdem 108 Euro nehmen. War auch, wenn ich jetzt vorher schließe. Naja, gut. Dann ist so. Braucht ich. Ja, Entschuldigung, ich musste mal gucken. Aber so ist der Laden zu. Da braucht keiner umsonst da reingehen und weiß dann eben, es gibt jetzt gerade so Honig und Dingens. Genau, und dann will ich Ware holen. Wann die Bäuer ja, doch hinfahren, muss ich sehr denn. Und dann würde ich mich nochmal um dieses krumme Geschäft kümmern. Das habe ich ganz vergessen, das wollte ich eigentlich noch machen. Da muss ich mir irgendwie so ein Dietrich oder so kaufen. Ich meine, ich habe das schon mal in der Demo oder wie es rauskam, mal gemacht. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie es da aus und weiter ging. Ich habe übrigens gesehen, als ich die erste Folge geschnitten hatte, weil ich hatte das erste Mal Dennis mehr von meinem Urlaub gespielt. Ich war doch schon mal in dem Casino. Ich wusste gar nicht, das wusste ich gar nicht mehr. Aber ich habe damals, glaube ich, nichts gespielt. Letztes Mal habe ich aber auch nichts gewonnen. Doch ein Dollar oder so. So, 300 Sekunden. Oh, sind wir aber langsam heute, war? Wir haben letztes Mal irgendwas mit 47 oder so. Na gut, ich habe auch ab und zu mal hier auf mein Handy geguckt und so. Ja, wir vielleicht nicht ganz so viel verdienen wie sonst. Und ich war ein bisschen später auf Arbeit. Ach so, stimmt. Ich habe ja auch früher angefangen. Obwohl, jetzt hier trotzdem nur 5 Minuten, oder? Ist egal, wann man anfängt. Ja, gut. So. Boah, bin ich froh, wenn wir uns eigentlich nur noch um unser Geschäft kümmern können. Weil das ist echt ätzend. Ist wie Arbeit eben. Die Arbeit ist wie Arbeit. So. Sandwich kommt. Sehr schön. Na komm, du kriegst noch als letztes jetzt ein Bier. Und dann ist Feierabend. Und die Sekunden gehen langsamer vorbei. Aber gut. Gut, ach, mal sauber trinken. Okay, 302. Ich auch nicht so der Brüller, oder?
Das reicht alles hinten und vorne nicht. Wenn ich jetzt Ware hole, was hat die gekostet? 200 oder pro Karton, meine ich? Ah, wir kommen ja dran vorbei. Ich wüsste ja fast, wir ein bisschen zu früh mit unserer Selbstständigkeit angefangen, aber naja, man lernt nie aus. Oh. Weil jetzt wird ja noch der Mitarbeiter und die Miete abgezogen, dann sind es wieder 258 Euro, die da weggehen. Das heißt, ich habe noch 250 Euro, die ich ausgeben könnte. Also ich kann eine Kiste Ware holen. Wow. Das wäre ja nicht so berauschend. Und wenn ich die 10 Spiele wieder für 350 Euro verkaufe. Naja. Oder hat eine Kiste 100 gekostet? Naja, ich guck mal. 100 wäre natürlich cool. Dann kann ich zwei Kisten wenigstens holen. Nee, 200. Hm. Naja, eine muss ich ja holen, wa? Reicht es? Muss reichen. Abenteuerspiele. Ich glaube, wir hatten letzte Mal Rollenspiele und Actionspiele. Dann machen wir jetzt mal Abenteuerspiele. So. Dann hauen wir wenigstens das rein. Achso, ich habe die Nebenkosten vergessen, aber gut, jetzt bei 258. Naja, ich hoffe, das reicht. Ich bin gleich wieder pleite und dann können wir von vorne anfangen. Gar nicht mal so einfach hier ins Verdienen zu kommen, oder? Bei Sims ist es immer einfach. Du lernst irgendwas aus dem Buch 5 Stunden lang und dann gehst du damit arbeiten und wirst jedes Mal befördert, wenn du arbeiten warst und dann hast du ganz schnell die Kohle drin. Ist hier etwas anders. Ach, ich will ja noch das eine Geschäft da machen. Warte mal, das machen wir gleich. Aufpassen, dass wir nicht wieder am Bordstein hängen bleiben. Ich hoffe, ich diesmal vielleicht einfach so hinstellen. Das wird da vielleicht auch gehen, oder? Genau. Waren laden. Warum kann ich denn hier nicht durch? Ach, nee. Warum macht das mir denn so schwer? Gut, dann stelle ich mich erstmal irgendwo hin. Okay, und jetzt würde ich mal zu dem, wo waren das? Wo waren denn diese zwielichtigen Gestalten? Das war es doch nicht hier, oder? Nee. Das ist mein Geschäft. Das ist die Klinik. Ach, hier glaube ich. Naja. So, hello. Du siehst ja finster aus. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich habe Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Immer. Ja, vielleicht. Womit brauchst du Hilfe? Woher hast du eigentlich meine Telefonnummer? Ist mir scheißegal. Klar, was kann ich für dich tun? Nein, und wurde von einer lokalen Vertrieblerin übelst abgezockt. Rosa. Was? Rosa Distribution ist das Ziel? Was war Rosa Distribution? Was? Keine Ahnung. Das Ziel? Was soll ich mit denen machen? Keine Gewalt. Unser Klient hat einige sensible Daten von dem korrupten Besitzer angefordert. Finde einen Weg in ihr Lagerhaus und komm an den Bürocomputer. Ach, ich erinnere mich. Da bin ich gescheitert, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Okay, aber ist das nicht illegal? Das Angebot liegt auf dem Tisch. Wenn Sie nicht interessiert sind, kein Problem. Wenn Sie interessiert sind, können Sie ja... Ja, in Ordnung. Soll ich sonst noch etwas wissen? Am besten brechen Sie in den hinteren Ladeneingang ein. Der örtliche Pfandleiher verkauft Schlossspieße für wenig Geld. Okay, breche den Hintereingang des Lagers ein und lade die Daten vom Computer des Managers herunter. Ich hab's. So ist es gut. Kommen Sie wieder, wenn der Job erledigt ist. Achso, ich hab den schon angenommen. Okay. Großartig. Hat er nicht gesagt, ich soll mir jetzt nochmal überlegen? Naja. Das ist wahrscheinlich die Überlegung denn. So, ich brauche erstmal Dietricher. Ich weiß gar nicht, wie viel. Was ist das hier? Ein Türcrasher? Nee, sowas, sowas. Das ist viel zu teuer. 2,50 kosten die durch, nur denn.
Gut. Ich weiß jetzt nicht so viel. Naja, egal. So, und der Laden war irgendwie hier, oder? Meine ich? Ja. Oh Gott, wie war... Achso, ich muss ja genau treffen, aber... Achso, da muss ich versuchen. Oh oh. Das war Dietrich Nummer 1. Zum Glück hat er es nicht genommen. Na, ging doch. Puh. Eingebrochen. Sehr gut. Jetzt soll ich zum Computer und da bin ich bei dem Rätsel gescheitert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aha. Ach Gott. Stimmt, ich kann ja hier nicht springen. Ich muss ja erst die Dinger hier zur Seite räumen. Ich muss, glaube ich, da hinten hin irgendwie. Das war ja auch so weird. Okay, gut. Stelle sich vor, also so also Paletten, die uns bis ein bisschen über die Hüfte reichen, müssen wir mit einem Gabelstapler wegbringen, weil wir sonst da nicht rüberkommen. Das war jetzt dumm von mir. Okay, warte. Ding hier irgendwo hin. Na. So. Das lässt sich aber richtig geil lenken, das Ding. Und vor allen Dingen kann ich die Kamera auch... Achso, warte mal, das reicht doch eigentlich schon, oder? Komm ich da durch. Hallo, wo ist denn der Computer hier? Da ist er. Hm, kippen. Kann ich irgendwas looten? Oh, nimm alles. Biercream oder was steht da? Beefcream. Okay, hier ist nochmal ein... Ah. Hier kann man tatsächlich was looten. Ah, Entschuldigung, meine Nase juckt ein bisschen. Spurenerkennung. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was ich hier tun soll. Aha. Fiese ist ja, dass auch eine Uhr abläuft und wir... Access denied. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Versuche wir haben, aber... Hoffentlich genügend. Das doch, geht doch zum Schluss. Ja, aber was... Ich hab ja noch nicht so ganz verstanden, was ich hier machen soll. Ist hier irgendwo ein Hinweis? Muss also. Nö. Also, ich habe ja schon mal eine Verbindung geschafft, aber wahrscheinlich darf die.
glaube, ich habe dann auch mal aufgehört, weil es mir zu doof war. Oder muss es auf der anderen Seite auch raus, oder? Das geht gar nicht. Access denied. Muss das in so einem Kreislauf sein, oder? Also, wenn wir das jetzt... Nee, hier. So. Das ist vielleicht, aber unten rum geht's auch nicht, weil das ja. Rechts vom Schloss muss rein. Wie hier oder was? Verstehe ich nicht. Denied. Ach so, so mein. Ah, okay. Das ist. Ah, weil hier ist die Verbindung. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Ja, klar. Mist. Sah schon mal gut aus, aber passt nicht. Nee, geht's nicht. Okay, müssen wir. Was kann ja bloß hier lang? So. Ja. Access denied. Jetzt, ja, okay. Oder jetzt muss nach unten, warte mal, das kann natürlich auch sein. Ah ne, da geht's ja nicht dann um die Ecke. Nee. Kann ja eigentlich nur hier lang. Oje, oje, ja, cool. So, was ist jetzt? Beleuchtung ermöglicht, Behinderte, Tür nicht verfügbar, herunterladen. Dateien heruntergeladen. Achso, und da geht's aus, oder wie? Ja, cool. Oh, ich habe es tatsächlich ausgemacht. Warum? Was habe ich davon? Egal. Okay. Ich hoffe, wir kriegen dafür jetzt richtig Schütte, oder? Ich habe gar nicht gefragt, oder er hat auch gar nicht gesagt, was ich dafür kriege. So, ihr Gangster, hier habt ihr die Dateien. Gute Arbeit. Hier ist deine Bezahlung. Oh, das hat sich gelohnt. Kommen Sie wieder, wenn Sie für einen neuen Job bereit sind. Hier bin ich. Ich habe noch einen Job für dich, falls du interessiert bist. Ja, lass mal hören. Wir haben einen kleinen Differ Impernation Teil davon gewonnen. Wir wissen bereits, wo die Ladung aufgebaut wird und sie muss abgeholt werden. Und was noch? Der Anhänger wird in einem Gebäude etwas außerhalb der Stadt an der Hauptstraße aufbewahrt. Finden Sie einen Weg in den Lagerbereich und öffnen Sie die Türen, damit Sie die Ladung abholen können. Wenn das schaffe ich schon, muss ich auch noch was wissen. Ihr müsst die Ladung abtransportieren, also nehmt einen LKW für diesen Job mit. Also ein Pickup wird hoffentlich auch reichen. Liefern Sie die Ladung in der Ladezone hinter meinem Gebäude ab. Oh, und beeilen Sie sich, wenn die Ladung zu langer Länge ist, wird, könnte sie wieder verschwinden. Achso, das ist natürlich blöd. Oh, ich muss das essen und trinken. Finden Sie einen Weg ins Gebäude an der Hauptstraße außerhalb der Stadt. Tja, toll, da gibt es ja nur eins wahrscheinlich. Holen Sie die Ladung ab und bringen Sie hier zurück. Gut gemacht. Ja, ja. Trinken. Alter, das löscht ja gar nicht den Durst irgendwie, kann das sein? Nein, ich muss wieder Wasser trinken gehen. So, hat ja ganz gut Kohle gebracht, wa? Ah, da steht es. Das ist wahrscheinlich das. Ja, okay, cool.
Also kann man hier nur mit krummen Geschäften scheinbar schnelle Kohle verdienen. Habe ich jetzt nochmal Geld bekommen? Moment. So, Investments, ja, okay. Das habe ich von den Typen bekommen. Nee, das habe ich von dem Typ 250. Das ist mein Verkauf. Ich habe gar nichts für den Angestellten bezahlt, kann das sein? Ich sehe den Posten mit 108 Euro gar nicht. Habe ich den vorher gehabt? Ist aber auch fummelig gemacht hier. Ja, da. Retire Expenses 108. Cool, da hat. Vielleicht, weil ich vorher geschlossen habe, dass er dann irgendwie. Das wäre ja ein cooler Bug, oder? Apropos, ich mach mal schon mal auf. Die machen eher so um 10 auf, aber. Oh, was war das denn? Warte mal. Büse. Ja, fast zum. Billigen Preis hier verkauft. So, wo soll ich hin? Komm noch. Also die ganze Rechnung hier verstehe ich teilweise nicht, aber egal. Wir, ja, gucken mal. Wir wollen ja jetzt eh auf die schiefe Bahn, also von daher sehr wurscht. So. Und jetzt... Ach, muss ich da einbrechen oder... Ne, hier wahrscheinlich, oder? Was ist das Haus? Anmachen. Ah ja. Ich krieg auch langsam Übung. So. Oh, guck. Mensch. Und jetzt gewinne ich was mit ihm los. Das wäre der Hammer. Moment. Nix. So. Wow, 5 Dollar. Nochmal. Mensch, 6 Dollar gewonnen. Ist es denn die Möglichkeit? Ist das hier ein Putzeimer? Okay. Okay. Ah ja. Was soll ich hier nochmal machen? Ware holen oder so, oder? Nimm alles, was nix. Oh, noch mehr. 6 Dollar habe ich ja schon jetzt schon. Auf die lockere verdient, so. Nix. Sieht. Ach, Sexmaschine, okay. Irgendwie ist das ein sehr merkwürdiges Spiel, finde ich. Aber das ist ja das Lustige daran. So. Oh. Jetzt werde ich bestimmt erschossen oder irgendwie so. Ah, ist das der Hänger? Bin so gut. Türen offen. Okay, und nu? Muss ich jetzt mit dem Auto jetzt hier rein? Und den Hänger nehmen, oder wie? Probieren wir mal.
Tatsächlich. Cool. Da lang. Das Spiel wird ja langsam spannend, oder? Vom langweiligen Pizzabäcker zum Meisterdieb hier. Die etwas andere Lebenssimulation. Aber ich sag mal, das hier mit dem Hänger läuft schon besser als bei Miss Survival, oder? Und das Spiel ist schon, schon 9 Jahre alt. So. Ich wollte nicht ketzerig sein. Ich gehe jetzt hier rein. Ja. So ein bisschen Schild im Weg. Ringelt doch nicht so von hinten. So. Das aber nicht in meinen Laden. Nee, das muss da hinten rein, ne? Ja. Ist das hier? Ja. Complete, okay. So, dann fahre ich den Wagen erstmal wieder auf die Straße zurück. Ach, ich lasse den jetzt hier stehen, ist ja egal. So, und dann will ich mal wissen, ich bin mal gespannt, was wir jetzt bekommen. 678 haben wir jetzt. Hello. Oh, krass. Ich habe jetzt keine Arbeit mehr für dich. Komm ein andermal vorbei. Mann, hat gerade so Spaß gemacht.